Hallihallo, neues Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt bei einem alten Hotel. Was das Interessante ist, dieses Hotel ist fertig gebaut worden. Dieses Hotel ist auch nicht pleite gegangen. Das Problem ist bei diesem Hotel, man hat es gebaut und irgendwann hat man festgestellt, dass sich hier die größte Höhle Mallorcas unter uns befindet. Also die ist genau hier unter uns. Und das Hotel war schon belebt und die Leute mussten ihre Koffer dann hier stehen und liegen lassen und mussten das Hotel über Nacht verlassen. Was ist passiert? In der Kläranlage ist auf einmal das Wasser verschwunden. Und zwar gab es ein riesen Loch in der Kläranlage und man hat dann gemerkt, dass darunter eine Wahnsinnshöhle ist. Und dann hat man gesagt, dieses Hotel darf nicht bewohnt sein. Man muss alles stehen und liegen lassen und so lange ist das Hotel lost. Was wir hier sehen, das sind noch so Reste von inzwischen zusammengefallenen Holzbauten, die hier im Außenbereich waren. Das Hotel hatte selber zwei Türme gehabt, war so ein bisschen burgmäßig angelegt, aber schon für die Zeit, als es gebaut wurde, richtig Luxus. Wir schauen uns das Ganze mal an und ich hoffe, ihr bleibt dran. So, hier seht ihr, also die ganzen Treppen sind alle überwuchert mit Tannennadeln und so weiter. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist inzwischen eine völlig vergammelte, alte Palme. Guck mal, die ist richtig weich geworden. Was hier passiert ist, ist, dass man natürlich auch den Garten aufgeben musste. Auf Mallorca haben wir solche Palmen nicht. Die haben mal viel Geld gekostet. Letztendlich geht dann oben irgendwann der Palmrüssler rein. Das ist so ein Käfer, den wir auf Mallorca haben. Der macht die Krone kaputt. Und dann ist der Baum kaputt und fällt letztendlich um. Das ist hier passiert, aber der liegt hier noch genauso, wie er umgefallen ist. Inzwischen haben sich so andere Käfer drum gekümmert. Und ja, das Ganze ist schön mit Moos bewachsen. Seht ihr das? Ja, jetzt haben wir hier einen Pool. Die Fliesen sind so 70er-Jahre-Style. Das kann man wohl sehen. Der Pool hat eins, zwei, drei, vier Skimmer. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob wir das sehen können, ob wir das mal mit der Kamera zeigen wollen. Es gibt hier so eine umlaufende Rinne. Man hat diesen Pool also auch versucht, als so eine Art Überlauf zu betreiben. Hier gibt es dann auch so einen Überlauf. Also hier kann man das sehen. Da ist das Wasser dann rüber geschwappt und wurde eben halt auch mit abgefiltert. Somit hatte man so eine Art Mischung aus vorzeitlichen Infinity Pool und letztendlich einem Skimmer Pool. Ja, ich würde sagen ungefähr 300 Kubikmeter Wasserinhalt und ja, da kann man schon einiges machen. Jetzt wächst da natürlich Entengrütze, sagen wir in Deutschland, dazu drin und ein paar Algen. Klar, ist jetzt nur Regenwasser vom Herbstregen, der da drin ist. Baden kann man da jetzt im Moment nicht drin. Ich habe eine Poolnudel. Jetzt ist, wie heißt das so schön, Aquagym angesagt. Also gehört hier eigentlich nicht her, wird irgendjemand mal mitgebracht haben. Kann auch sein, dass es von einem der Hausbesetzer ist, denn was wir gesehen haben, dass hier Hausbesetzer drin waren, zeige ich euch gleich. Aber was ich euch noch unbedingt zeigen wollte, vielleicht schwenkt noch mal mit der Kamera um. Seht ihr, das ist diese mega geile Finnrinne oder Überlaufrinne, die man hier eingebaut hat in den Pool. Und dann war es irgendwann mal Lagerplatz für Bauschutt. Wunder, dass hier das noch nicht mitgeschleppt wurde. Ein Rest von einem Wasserhahn. Ist ja so, dass bei diesen Lost Places immer ganz viele Leute kommen und einfach Kupferschrott abbauen. Das ist auch hier passiert. Das Ganze ist beräumt und ja, alles ist weg. Aber wenn wir uns mal umdrehen, seht ihr diese ganzen Fliesen, wie kaputt die gegangen ist. Stellt euch mal vor, ihr badet hier drin und auf einmal flupp ist das Wasser weg und ihr seid 30 Meter tiefer in der Höhle drin. Wäre nicht auszumalen.
Ich sehe gerade da hinten wieder was. Mal sehen, ob ich da hinkomme. Ist die Klappen wieder los? Ja. Guckt euch mal an, die haben die Fliesen hier sogar mit Mischung angesetzt. Die Isolierung ist da drunter. Und ja, hier sind schon viele Kacheln abgefahren. Ist nicht mehr ganz dicht. Also wenn wir es jetzt mal antesten, hier hört ihr das, ne? Wieder alles lose. Und ja, letztendlich noch ein bisschen klopfen, haben wir wieder so ein, ich kaufe ein C, ein D, ein F. Auch noch ganz schön fest, ne? Ja, verdammt fest. Also heute geht da nichts ab. Also da waren die anderen schon vor mir da. Also, naja, aber dafür schicke Graffitis, ne? Guckt euch das mal an. Ne? Guckt euch diesen schicken Schuh mal an, so schön mit Moos bewachsen. Und ja, das ist das Poolleben heute auf Mallorca. Ja, neben dem Pool habe ich noch eine Palme gefunden. Guckt euch mal an. Die ist tatsächlich die ersten Jahre noch schön geschnitten worden. Oder so gepflanzt worden. Und dann hat man sie nicht mehr beschnitten. Und wenn man Palmen nicht beschneidet, dann sehen die so aus. Schön, dass hier der Käfer noch nicht reingegangen ist. Ja, ich weiß nicht, wie viele Zimmer das Hotel gehabt hat, aber es war schon mega. Alle hatten so einen Blick auf den Pool. Die Zimmer relativ geräumig und ja, einfach in idyllischer Lage hier. Ja, seht ihr, jetzt sind wir mitten in einem der Hotelflure. Ich habe euch ja gesagt, hier haben Hausbesetzer gewohnt. Die haben sich das hier gemütlich gemacht. Eine eigene Küche aufgebaut und hier den Kamin noch genutzt. War wirklich ein schönes Herrenzimmer irgendwann mal. Also die Möbel, die sind hier nachträglich angeschleppt worden. Also die Hausbesetzer, die hier wohnen, haben also auf jeden Fall den guten Kamin gehabt. Und hier guckt euch mal an, falls mal ungebetene Gäste kommen, das Stück PE-Rohr, der Schweinetreiber, nicht? Aber inzwischen sind hier keine Hausbesetzer mehr, die werden hier aber auch immer wieder verdrängt. Was natürlich für die Insel schwierig ist, es gibt immer wieder Leute, auch mit Kindern, die nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Und dann wohnen die in solchen Behausungen. Die haben es hier tatsächlich ganz mühevoll aus Palettenholz eine eigene Tür gebaut. Und wir kommen jetzt direkt in die Wohnung rein von denen. Lass uns mal gucken. Also hier seht ihr das Hausbesetzer-Baumaterial. Das sind hier diese Holzkisten, aus denen sie Türen gemacht haben, mit denen sie, das können wir hier auf der anderen Seite nochmal sehen, die Fenster dazu gemacht haben, damit man da nicht reingucken kann. Und, wenn wir mal weiter gucken, haben die dann hier ihre Küche aufgebaut. Also mit einem Gasherd, ganz einfach, für große Platte. Und auch einen eigenen Kühlschrank. Ob sie den jetzt nur als Lager benutzt haben oder ob die vielleicht auch ein Aggregat haben, das weiß ich nicht. Aber wenn ihr da mal drauf guckt, ich zeige das mal von der Seite, da steht drauf Pan, Para, Mox oder so, Ambre, also und dann Para Mañana. Also, Pan, Para Hoy, Ambre, Para Mañana. Das heißt Brot für heute und Hunger am Morgen. So, das steht da drauf mit der Spüldose und hier, so sind die Hausbesetzer weg, haben quasi ihre Lebensmittel genauso wie damals die Hausbesetzer hier alles stehen und liegen lassen müssen. Also die Brötchen vergammelt und hier unten, ich weiß nicht, was ist das? Ist das Salz? Reis? Nee, es ist Salz. Salz. Ist haltbar bis zum 31.08.2020. Das heißt, die Hausbesetzer, die hier drinne waren, sind dann also nach dem Salz, also wenn man nach dem Salz geht, vor der Pandemie schon hier gewesen. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass die auch mit Kindern hier waren. Da seht ihr hier so Kinderspielzeuge, so ein
so ein Sandeimer zum Buddeln und hier so eine Kindertafel. Das heißt, ja, da mussten die Kinder dann mit auf die Walze. Und hier da hinten wieder so schön selbstgezimmerte Haustüren. Hier waren dann die Wasserecke, hier haben die sich dann geduscht. Das haben die hier sich auch so zurecht gemacht, dass ein Boden ablaufen. Die Dusche drin, also das war nicht nur Küche, sondern es war auch Dusche gleichzeitig und eben halt zugemacht. Das einzige Licht kam dann durch das Fenster. Und apropos Fenster, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich war ja eben im Pool und habe die Fliese nicht rausgekriegt. Also ich habe kein Edding dabei, aber guck mal hier. Ne? Also das können wir dann mal wieder neu zusammenbauen. Ups. Hier, so, und dann dahin. Es wird nichts, ich bin kein Fliesenleger, zumindest kein guter, aber hier. Fällt gleich alles auseinander. Ja, wir sind immer noch im Wohnbereich der Hausbesetzer. Hier war original mal eine Kühlzelle drin. Das sind noch die dicken Türen. Und hier seht ihr richtig mit Schaumstoff isoliert. Also ich denke mal, dass sie die mitgenutzt haben hier. Also etwas größerer Kühlschrank. Kann auch sein, dass die am Arbeiten waren zwischendurch, weil da steht noch so ein Kärcherkarton. Und da ist noch eine Wasserspritze drin. Und hier, guckt euch mal an, hier hatte denn jedes Familienmitglied sein eigenes Handtuch. Da sind die Nägel hinter der Tür und dafür die Kinder dann etwas tiefer, dass die da ankommen. Ja, erfinderisch muss man dann schon sein. Jo, seht ihr da auch wieder Kinderspielzeug und dann hier Kinderdecken und ja. Also auch die wurden hier natürlich irgendwann weggejagt. Also tatsächlich darf hier heute kein Hotelbetrieb stattfinden. Es darf nicht gebaut werden. Aber man weiß auch nicht, ob man es überhaupt abreißen kann, weil die Gefahr besteht, dass das jeden Moment zusammenbricht dann alles. Also wenn die Höhle da nachgibt, dann ist hier echt was los. Apropos was los, guckt euch mal an, wie es hier früher ausgesehen hat. Unter der Decke, alles in Mahagoni. Eine richtig schöne Kassettendecke. Also war bestimmt mal richtig schick. Ich habe doch eben am Pool diese Poolnudel gefunden. Erinnert ihr euch? Guckt euch mal an. Die haben wir hier benutzt als Krankenschoner für die Kinder, damit die da nicht gegen den Tisch laufen. Einfach so umzugebaut, damit sich die Kinder ja nicht hier an dieser fiesen Ecke, an der wirklich richtig fiesen Ecke, den Kopf anhauen. Also, ja, schon was gemacht. Apropos Kinder, guckt euch das mal an. Ist das nicht kindgerecht? Eine schöne, schöne Katze. Hier, die dann so ein bisschen hochnäsig guckt. Also diese Katze hat hier bestimmt, wenn sie im Real wäre, in diesem Hotel gewohnt. Ja, und wie das denn so ist, Coca-Cola trinkt man auch gerne. Warum das nicht als Gemälde zur Wand bringen? Und ich, das ist hier nicht gesprayt, das ist gemalt. Also da hat jemand richtig einen Pinsel genommen und hat Palmen hingemalt und Cero Azucar. Das heißt ohne Zucker. Also wenn schon Cola, dann wenigstens ohne Zucker. Sin Azucar, sin Calorias. Also ohne Zucker und ohne Kalorien. Ja, und blubbert trotzdem. Guckt euch das mal an hier. Ja, dieses Baby mit der Gasmaske, das findet man hier auf Mallorca öfter mal. Also es gibt einen Künstler, der da seine Masken hat und mit der Sprühdose ganz schnell was an die Wand bringt. Und in dem Fall ist es ein Baby mit Maske. Ob das Baby seinen eigenen Pups nicht richtig riechen mag, man weiß es nicht. Ja, bei Mega Baby Pups wird es Zeit für Superdoc. Superdoc kommt und rettet Nick. Nick steht auf der linken Seite und ja, der Superhund. Ja, wir sind fast an unserem Ende des Videos, also zumindest hier an dem Hotel. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir die Höhle noch finden. Also es soll ja hier drunter eine Höhle sein.
Das wissen wir. Und das muss hier irgendwo auch einen Eingang geben. Der unter dem Pool ist. Na, habt ihr gedacht, das ist nur eine Geschichte mit der Höhle unter dem Hotel? Nein, nein, nein. Das ist die Wahrheit. Hier ist es sogar, ja nicht Weltkulturerbe, sondern es gibt sogar eine Natura-Auszeichnung dafür, dass sich hier drunter eine Höhle befindet. Leider kann ich euch nicht zeigen, wie die Höhle aussieht, weil das hier alles streng verriegelt ist. Wer sich übrigens dabei erwischen lässt, in so eine Höhle einzusteigen, ohne dass er eine staatliche Genehmigung dazu hat, muss mit Bußgeldern so um die 5000 Euro rechnen. Also es kann teuer werden. Also lasst da bitte die Finger von, und es ist nicht hier umsonst mit zwei Schlössern verriegelt, weil dahinter, da ist der Höhlengeist. Also hier geht's in die Höhle hinein. Ich habe mir sagen lassen von Leuten, die hier schon in der Höhle drinnen waren offiziell, man kommt hier rein und irgendwann kommt ein Loch und dann geht das so erstmal 30 Meter nach unten. Also da muss man wirklich schon Bergsteiger sein oder Höhlenforscher oder Höhlensteiger oder wie man sowas nennt. Also seid da bitte vorsichtig mit. Also ein schöner Ort, war ein schönes Hotel, und eins haben wir noch nicht gefunden. Die Kläranlage. Den Anfang des Übels, wo man festgestellt hat, dass hier tatsächlich die große Höhle ist. Das hier ist nicht die Kläranlage, aber irgendwo muss die hier sein. Mal sehen, ob wir sie noch finden. So, da seht ihr, wir haben den Eingang der Höhle nicht direkt gefunden, aber ich habe euch ja gesagt, dass die Kläranlage hier irgendwann mal abgehauen ist. Und wenn ihr da genau hinguckt, seht ihr da Steine und jede Menge Wurzeln, und da tropft das. Also hier drunter ist die Höhle. Hier ist nämlich offenbar das Wasser verschwunden von der Kläranlage. Schwupp, war's weg. Ja, das ist das Kanalrohr, was in die Kläranlage geht. Und da seht ihr, da ist dieses, man sagt es schön, Eternitrohr. Seht ihr das da in der Mitte des Bildes? Das ging zum Hotel. Ja, und als man festgestellt hat, dass das Wasser weg war, wurde dieses Hotel, was ihr da zwischen den Bäumen noch erahnen könnt, zugemacht. Ja, das war's wieder. Ein neues Video auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das. Wenn ihr an solche Orte kommt, bitte lasst alles so, wie es ist, und seid vorsichtig, wo ihr lang geht. So wie hier kann es euch passieren, dass wenn ihr einen falschen Tritt macht, ihr auf mal 30 Meter nach unten geht. Man denkt es nicht, kann aber passieren. Das Schlimme ist, hier findet einen keiner. Also hier ist ringsrum nichts los. Hier stört uns eigentlich auch keiner. Also nichts für Leute, die lebensmüde sind. Also tschüss, bis in diesem Sinne. Ich werde dieses gut eingezäunte Gebiet wieder durch die offene Tür verlassen. Bis dann, tschüss.